Aloha und willkommen zurück zu Monster Hunter. Ja, ich habe schon einen kleinen Treat geäußert, dass wir jetzt bei der nächsten Quest lernen müssen oder uns beigebracht wird, dass wir manchmal einfach keine Chance haben und rennen müssen. Und zwar ist das eine Schlüsselquest: Besorge drei Monster in Innereien. Und diese bekommen wir von diesen schwimmenden Pflanzenfressern. Und im Übrigen habe ich jetzt die Kombibücher 1 und 2 gekauft. Ja. Also die Quest, die Items für die Quest, die passen sich immer darauf an, was man gerade braucht. In dem Fall haben wir jetzt Harpunen und Mini-O2-Vorrat bekommen. Werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. Hier gibt es eine Abkürzung, habe ich auch am Anfang nicht so gewusst. Gleich auf die 9 müssen, nicht erst auf die 2 und über die 5 laufen. Oh, schwarze Katzen. Macht sie platt, bevor sie euch noch mehr Ärger machen. Diese hauen dann ab und hinterlassen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ein Item und mit sehr viel Glück eine Tatzendruckmarke. Glück. Rarität 5. Also Rarität 1 fängt an und 5 ist schon etwas sehr Hohes. Das Geheimversteck wird da nur in. Aber ich weiß gar nicht mehr, was diese Bären hier bringen. Aber ich meine, mich erinnern zu können. Okay, das. So kann man natürlich auch ausweichen. Aber die halten nicht viel aus, das ist das Gute dran. Gibst du mir was? Nein. Wie sieht's bei dir aus, Kollege? Jawohl. Und zwar, wir hatten in der vorherigen Folge einen Machtsamen bekommen. Ich will noch einen Diamantsamen erhalten. Ich meine, der kann hier eventuell vorkommen. Aber die Spinnennetze sind auch wertvoll. Dazu komme ich später. War auf jeden Fall nicht verkehrt. So, da haben wir einen. Hier unter Wasser gibt es auch Erze. Das ist einmal hier und einmal so ziemlich da hinten, wo wir. Also man sieht es, sie sind ein bisschen markanter gezeichnet. Also die stechen halt ein bisschen heraus. Also drei brauchen wir. Das heißt, von diesem einen können wir es gar nicht bekommen.
Wir haben keins bekommen. So, das mit den Korallensteinen wisst ihr ja schon. Aber da können auch seltene Jumbo. Ich wette, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist Lagiacrus, eigentlich das Monster, wo das Dorf vermutet, dass das die Erdbeben auslöst. Und wir haben keine Chance gegen dieses Ungeheuer. Das macht uns mit zwei Schlägen wahrscheinlich schon K.O. Und natürlich hat man die Möglichkeit. Hallo? Boah, da schreit er gleich. Man hat die Möglichkeit, die Quest auszulassen, also im Singleplayer nicht weiterzumachen und sich online so weit auszurüsten, dass man eigentlich gewappnet wäre. Und das habe ich auch einmal gemacht. Und man kann es verletzen, man kann Teile brechen und so weiter. Man bekommt auch ein paar Items dafür, aber eigentlich hätte er mit der Ausrüstung, die ich hatte, nach 5 bis 10 Minuten K.O. sein müssen. Und nach einer halben Minute. Ich habe es wirklich bis zum Timeout gemacht und der hat unendlich Leben. Also ist soweit verletzbar, wird auch müde und alles Mögliche, aber die haben ihn so gemacht, dass er in dieser Quest, nur in dieser Quest hier, unendlich Leben hat. Soweit ich gesehen habe, habe ich schon zwei Monster in Reihe. Besorgt euch einfach nur die drei Items und dann könnt ihr die Quest schon abgeben. Und die Monster, die verweilen auch ein wenig auf einem Gebiet. Und dann wechseln sie und wird es auch hier auftauchen, aber noch ist nicht da. Oh oh, ich glaube, ich habe es gesehen. Komm, beeil dich. Och nee, komm schon. Nein. Komm, beeil dich, beeil dich. Das gibt's doch nicht. Also wechsel dann einfach das Gebiet. Und das Schlimme ist, wenn man beim Großmonster da. Man merkt, man schwimmt panisch. Wenn man es direkt auf es zuschwimmt, dann ist es normal. Aber wenn man davor wegschwimmt, dann verbraucht man doppelt so schnell Ausdauer. Aber die haben jetzt nicht ganz so aggressiv gemacht, wie er eigentlich ist. Aber es liegt auch daran, dass ich ihn nicht angegriffen habe. Genau, hier bietet es sich auch an, einfach die Ranke hochzuklettern und dann über die 8 auf die 5 zu gehen. Das gibt's doch nicht.
Und wenn ich noch Zeit habe, werde ich das einmal machen. Du willst mich angreifen, oder? Okay, da haben wir den dritten. So, erst einmal draufschlagen. So. Erkennt ihr das? Der schwimmt normal und der ist verletzt. Und so kommt man auch an die relativ schwierig zu bekommende Haihaut. Nein, der braucht noch einen Hieb. Das gibt's doch nicht. Na super, jetzt war's zu viel. Na, wie auch immer. So. Also die Monster haben eine bestimmte Aggro-Range und die habe ich jetzt zum Glück umgangen. Also wie gesagt, ich könnte ihn angreifen, aber wie schon erklärt, es würde keinen Sinn machen. Das Spiel ist schon etwas älter, aber ich finde, eine langsame Kameraführung geht nicht. Aber ich finde, es kann sich immer noch wirklich sehen lassen. Vor allem die Umgebung. So, Monster in den Reihen abgegeben. Aber wenn man die Quest nochmal auswählt, dann wird Lagiacrus nicht da sein. Der ist jetzt nur bei diesem einen Mal da. Oh, das Dorf ist besorgt. Ah, verstehe. Ein Schiff ist zurückgekehrt. So, jetzt. Genau. Ah, ab jetzt. Und zwar haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können entweder auf Fischfang gehen.
oder auf Schatz. Da bekommen gedacht sind. Und nach längerem Vergleich und Erfahrung ist die Schatzsuche lohnt sich nicht so, weil man bekommt allgemein von den Quests Geld und immer und alles überall und die ganzen Fische, da muss man Zeit investieren und angeln und so weiter und kann man teilweise erst später holen. Und der Text sagt auch, wo gerade bessere Item droppen können. Und ihr solltet eigentlich, ich empfehle, dass ihr immer den Fischfang bevorzugt. Gerade Schützen brauchen die Fische, um bestimmte Munition zu kombinieren. Und zwei Tage, also zwei Quests oder zwei Zyklen ist es unterwegs. Mit einem Fischfinder könnt ihr die Beute so ungefähr verdoppeln, könnte man sagen. Dann, wie war das nochmal? Die Kraftpaddel verkürzt um einen Tag, aber hebt es euch erst einmal auf, wenn unterwegs ist. Geben wir noch einfach mal einen Fisch dazu. So. Sohn des Chefs hat wahrscheinlich eine neue Aufgabe für uns, genau. Ah, Pilze, Pilzbox, okay. Und freigeschaltet. Abgegeben habe ich. Oh, 5 sogar. Mhm. Stimmt, da haben wir einen Dünger mit dazu gegeben. Ah, wir haben jetzt durch die Dörfler bitte Pilz auf Stufe 2 gebracht. Lass mich das mal ganz kurz zusammenfassen. Wie war es nochmal? Also bei Stufe 1 gehen 3 Zyklen und bei Stufe 2 waren es 5 oder 6. Also ist auch eine bessere Effektivität, weil später bei Stufe 3 können wir sogar 10 Zyklen machen, du musst dann nur einmal den Dünger verwenden. Dauert dann natürlich länger, bis man... Also man bekommt nach jeder Quest, kann man das abfarmen. Aber wenn man sagt, oh, jetzt bräuchte ich eigentlich was anderes, dann kann man dann nicht mehr umwechseln. So, wow, stimmt das? Du wurdest vom Lagiakus angegriffen. Zeig mal die Zahnabdrücke. Ich fasse es nicht, dass du zurückkehren konntest. Du bist C, Monster C. Naja, Glück hat sicher auch eine Rolle gespielt. Vielleicht ist er immer noch da draußen. Also halt die Augen offen. Davon abgesehen, hätte ich nie gedacht, dass solche... Zum Geschäft. Während du auf der Quest warst, habe ich mit der Gilde geplaudert. Warte mal, was ich für dich habe. Eine brandneue Aufgabe, ein Monster zu erledigen. Diesmal ein Ludroth. Was ein Ludroth ist, fragst du? In meinem umfassenden Führer steht Ludroth, das neigt zu Gewalt. Ach du meine Güte. Naja. Okay, hat uns schon als tot abgestempelt. Ich meine, keine Sorge, das ist eine Mogawald-Monster. Was wissen die schon? Du schaffst das wahrscheinlich. Also, die Gilde ist weiter weg und deswegen sagt sie ja, die werden schon nicht wissen, was der Sache ist. Aber du weißt schon, sei vorsichtig, besonders bei unbekannten Feinden mit scharfen Zähnen. Jetzt geh schon. Denk dran, Vorbereitung ist alles. Also wie ihr merkt, es ist dieses Smalltalk. Und die Handhabung ist hier so, wenn wir die Schlüsselquest erfüllt haben, wird die dringende Quest freigeschaltet und diese öffnet uns dann den nächsten Rang oder die nächste Stufe.
Und ich kann mich erinnern, dass wir unsere Waffe upgraden können, aber da hatten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht genügend Cash. Das machen wir aber jetzt. Boah, sogar zweimal. Super, da verändert sich dann auch die Optik unserer Waffe. An Pelgerzieht kommen wir noch nicht dran. Oh, Großjagdklaue haben wir noch gar nicht. Boah, die sieht doch cool aus, oder? Also mir gefällt sie. Also in der nächsten Folge geht es den Ludroten an den Kragen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und schalte beim nächsten Mal wieder ein. Und ciao.